Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Wenn ich mit Bewerbern im kostenlosen Beratungsgespräch zusammensitze und frage, was sind denn deine Erfahrungen, dann kommt meistens, ja, ich habe keine Studioerfahrung, ich habe es jetzt nur online gesucht und da bin ich leider nur auf Fakes reingefallen, also auf Frauen, die es nicht wirklich ernst mit mir gemeint haben. Und zum Beispiel hat mir einer dann erzählt, ich habe da leider immer nur Amazon-Karten verteilt und meistens bin ich veräppelt worden. Also ja, es gab vielleicht mal eine Session, die war dann nicht besonders gut oder man ist sitzen gelassen worden und wurde einfach blockiert. Das ist so das, was sehr viele Leute erzählen. Also wenn ich in der Woche 5 Beratungsgespräche habe, dann höre ich in 4 von 5 Beratungsgesprächen, dass das mindestens schon einmal passiert ist. Vielen passiert es auch öfter. Und ich habe schon mal sehr lange über dieses Thema gesprochen, in einer der allerersten Podcast-Folgen. In letzter Zeit fällt mir aber immer mehr auf, dass auf Twitter und Coda Schundluder mitgetrieben wird. Also wenn ich Profile sehe, Lena, Göttin of Money, 19 Jahre alt, besorgt es dir, wenn ich dann so Sätze lese wie No Pay, No Play, dann kriege ich das große Würgen. Natürlich musst du für diese Dienstleistung bezahlen, das ist bei mir auch nichts anderes. So. Aber der große Unterschied ist einfach, dass sich bei uns mehrere Personen mit dir auseinandersetzen und gucken, wie wir dir helfen können. So, das heißt, wir reden erstmal mit dir. Es kann ja sein, dass es einfach nicht passt, warum auch immer. Zum Beispiel hat gerade das Handy vibriert, da hat jemand geschrieben, er konnte kurzfristig nicht. Ja, gut, hast du dir die Chance halt einmal mehr genommen, zu jemandem zu kommen, der es ernst mit dir meint. Weil ich dulde es nicht, wenn wir einen festen Termin haben und du kannst nicht mal absagen, wenn dir kurzfristig was dazwischen kommt. Oder ich dulde es nicht, wenn du mir oder meiner Mitarbeiterin, meinen Mitarbeitern gegenüber respektlos bist. Das dulde ich nicht. Das macht keinen guten Sklaven aus. Und bis jetzt habe ich immer sehr viel darüber gesprochen, dass es ja an den Damen liegt. Und dass die das Ganze hier anfangen. Natürlich sind sie Hauptbeteiligte daran und ich will das nicht gutheißen, was da oftmals passiert. Im Gegenteil, ich verachte das. Ich tue das genaue Gegenteil davon, jeden Tag. Sobald mir jemand aus diesem Spektrum folgt, à la Lena 19, Goddess of Money, keine Ahnung, blockiere ich diese Follower auch, weil ich mit denen einfach nichts zu tun haben will. Das hat für mich nichts mit Dominanz zu tun und das ist nichts Schönes. Punkt. Und ich habe auch schon Frauen angezeigt, die zum Beispiel die Amazon-Karten in großem Stil eingesackt haben und die Leute dann einfach blockiert haben. Das heißt, ja, die Männer betrogen haben. Ich bin damit auch schon vor Gericht gezogen, weil das einfach ein Betrug ist. Das ist eine Betrugsmasche. Punkt. Die zahlen weder Steuern, noch erbringen sie eine Dienstleistung, also betrügen sie dich, den Staat, alle anderen auf ihre eigenen Kosten und kaufen sich dann davon, keine Ahnung, mit 20 ihre Louis Vuitton-Täschchen. Dennoch hast du eine große Mitbestimmung an dem Ganzen. Denn diese Frauen können das so lange machen wie du oder wie viele Männer da mitmachen. Wie ihr vor lauter Geilheit nicht denken könnt und einfach die Amazon-Kärtchen verschicken und dann blockiert werdet und danach regt ihr euch auf. Oder regst du dich auf. So. Da hast du auch eine eigene Verantwortung dran. Und über diese eigene Verantwortung möchte ich heute sprechen. Ich kann nachvollziehen, dass, wenn du erregt bist, dass das Blut in anderen Regionen gebraucht wird als in deinem Hirn. Dennoch sollten wir uns einmal darüber bewusst werden, was denn bitte eine gute Online-Domina oder eine Domina insgesamt ausmacht. Nämlich, dass sie genau weiß, wovon sie spricht und dass sie mit dir ein Vorgespräch geführt hat, dass sie sich angeguckt hat, was du möchtest. Es kann ja auch sein, dass du Vorlieben und Fantasien hast, die sie überhaupt nicht interessieren. Oder die sie doof findet. Bestes Beispiel dafür, ich kann überhaupt nichts mit Windeln anfangen. So, ich werde keine Windelerziehung machen. Ich habe auch schon Leute abgegeben, die nach meinem Coaching gesagt haben, ich möchte was mit Windeln machen.
Das macht mich einfach nicht an. Das erinnert mich an meine Zeit im Altenheim, das erinnert mich an meine Neffen und Nichten. Das ist etwas, was mich einfach nicht erregt. Und Dinge, die mich nicht erregen oder die mir nicht gefallen, die mache ich einfach nicht. Warum sollte ich das machen? Oder anderes Beispiel, Blackmail. Ich stehe einfach nicht auf Blackmail. Ich finde es menschenverachtend. Es ist einfach nicht meine Spielwiese. Also Blackmail bedeutet, dass du erpresst wirst. Zum Beispiel mit einem Blackmail-Vertrag, dass du halt dazu gezwungen wirst, bestimmte Zahlungen zu tun oder Dinge über dich zu verraten. Und naja, du wirst mit Daten erpresst, also zum Beispiel mit der Telefonnummer deinem Arbeitgeber, und dann sagt die Domina halt, pass auf, wenn du jetzt nicht bezahlst, dann rufe ich halt deinen Arbeitgeber an. So. Oder deine Mutter, deine Freundin, deine Kinder, was auch immer, und erpresst dich dann immer weiter, bis du da nicht mehr rauskommst. Für viele Menschen angeblich erregend. Ich glaube, es ist einfach nur ein Kopfkino und die meisten davon meinen das auch nicht ernst. Hatte ich gerade wieder jemanden, der einfach zum Kotzen war. Ich möchte mit solchen Menschen nicht zusammenarbeiten. So, und das sind dann Dinge, die man ganz einfach im Vorgespräch rausfinden kann. Man kann ja auch im Vorgespräch rausfinden, ob einem Mensch dir sympathisch ist, ob das passt oder nicht. Und ja, dann kann die Domina sagen und du kannst auch sagen, nee, möchte ich nicht. Kann ja sein, dass dir auch irgendwas nicht passt. Das ist ja dein freier Wille. Aber es ist halt ehrlicher als dieses ganze schick mir die Amazon-Karte, sonst rede ich nicht mit dir, bla. Was für ein Bullshit. Ich weiß doch gar nicht, was du willst. Kann doch auch sein, dass jemand zu mir kommt und im schlimmsten Fall auf Kinder steht oder darauf, sich Maden einzuführen oder irgendwelche anderen verrückten Sachen. Oder ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der wollte kastriert werden. Also der wollte, dass seine Eier abgeschnitten werden. Und das sind einfach Sachen, die gehen nicht. Oder wenn man dazu gezwungen werden möchte, Hormone zu nehmen. Leute, das funktioniert nicht. Das ist gesundheitsgefährdend. Ich kann als Domina, als Herrin, die Verantwortung über dich hat, kann ich doch nicht Dinge mit dir machen, die dich irgendwie schädigen können. Das ist doch Bullshit. Das ist doch auch nicht mehr schön. Das hat auch nichts mehr mit Erregung zu tun. Das geht dann eher in den Bereich rein von Sexualtherapie, wo man sich angucken muss, okay, wo kommen diese Fantasien her, wie gehe ich damit um? Ist ein Beruf, den habe ich erlernt, den kann ich kann Menschen damit auch helfen, aber ich werde diese Wünsche niemals ausführen. Sobald es in die Richtung geht, dass du dich selbst gefährdest oder andere gefährdest, ist Schluss mit lustig. Das macht man einfach nicht mehr. So, und wenn ich dann als Lena, 19 Jahre, Goddess of Money, da jemanden sitzen habe, der sich die Eier abschneiden möchte, was macht sie denn dann, die gute Lena? Was machst du dann? Befiehlst du ihm das dann und er macht's wirklich? Ich habe neulich die Polizei angerufen, weil mir jemand Bilder geschickt hat, wie er sich eine Plastiktüte über den Kopf zieht. Und das war so selbstgefährdend, er hat mir sogar seine Adresse geschickt, dass ich die Polizei angerufen habe. Weil das einfach ein verantwortungsvolles Handeln ist. Das macht man einfach, wenn man Verantwortung für jemanden hat. So, und du hast in diesem Spiel vor allen Dingen auch Verantwortung für dich selbst. Diese Verantwortung trägst du am Anfang alleine und irgendwann, wenn du das Vertrauen gefasst hast, übergibst du sie an deine Domina. Aber wie sollst du Vertrauen fassen zu jemandem, der ohne Geld gar nicht mit dir reden will? Das ist doch scheiße. Das funktioniert einfach nicht. So, und du solltest dich ernsthaft fragen, ob du so jemandem irgendwas schicken möchtest. Denn solange du das machst, solange es Menschen gibt, die das machen, die diesen Quatsch unterstützen, diese ganzen Geldspiele und so weiter und so fort, hey, man kann das machen. Das sage ich ja gar nicht. Man kann diese ganzen Dinge machen, aber wenn man ein Vertrauensverhältnis zueinander hat, wie sollst du zu einer fremden Person im Internet, die du gar nicht kennst, ein Vertrauensverhältnis aufbauen, wenn das schon so losgeht? Also ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder Drohbriefe von besagten Damen bekommen, ist mir schon öfter passiert, aber es ist mir egal. Ich möchte dich und andere davor schützen, dass dir das passiert. Deswegen meine große Bitte. Auch wenn die Frau noch so hübsch ist, auch wenn sie noch so tolle Dinge schreibt, auch wenn sie dir noch so sympathisch ist, gib erstens nicht deine persönlichen Daten raus und zweitens gib ihr bitte nicht einfach die Amazon-Karten. Mach das nicht.
Sprich erst mit ihr am Telefon. Mach einen Fake-Check. Also guck, gibt es diese Person wirklich? In dem Telefonat, in dem Video, was auch immer. Und dann bezahlt ihr lieber mehr Geld und geh auf Nummer sicher, anstatt nachher Amazon-Karten zu schicken und du wirst blockiert und musst dir dann wieder alleine einen runterwedeln. Oder noch schlimmer, du wirst erpresst. Ich kann dir von gruseligen Beispielen erzählen, von Leuten, die bei mir im Beratungsgespräch heulend gesessen haben, die durch so eine Frau, die skrupellos handelt, ihre ganze Existenz verloren haben. Die über Jahre erpresst wurden, die immer wieder Anrufe bekommen, wo die, besonders wenn es um Blackmail geht, wo der Chef Anrufe bekommt, die ihren Job verloren haben, die ihre Ehe verloren haben, wo die Kinder nicht mehr mit ihnen sprechen. Wo ich dann nachher als Sexualtherapeutin das ganze Umfeld aufräumen musste und mit jedem sprechen musste und das alles reparieren musste, das hat Monate gedauert. Und hat im Endeffekt das Hundertfache von dem getröstet, als diese scheiß Amazon-Karte. Vielleicht denkst du da mal drüber nach, bevor du vor lauter Geilheit einfach diese blöden Karten rumschickst. Weil das echt gefährlich werden kann. Das sagt dir sonst niemand im Internet. Keiner sagt dir das, weil alle ihr Geschäft damit machen. Ich habe damit aufgehört. Ich habe das lange auch gemacht, Amazon-Karten zu nehmen. Ich habe lange dieses No-Pay, No-Play gespielt. Ich habe mich lange an die Regeln, die der Markt sozusagen entworfen hat, gehalten. Und weißt du was? Ich scheiß darauf, was die anderen machen. Ich will, dass es dir gut geht, dass du Spaß hast, dass du dich ausleben kannst. Und nicht, dass du auf irgendwelche bekloppten Frauen reinfällst, die im Endeffekt gar keine Ahnung haben. Denn eine Lena, 19 Jahre, auch wenn sie noch so hübsch ist und noch so dominant, weiß überhaupt nicht, wie der männliche Körper funktioniert, hat keine Ahnung von Orgasmustheorien und weiß auch nicht, wie sie dir helfen kann, wenn du mal einen Absturz hast. Und das kann richtig in die Haare gehen, richtig in die Augen gehen, das kann dich vor allen Dingen auch, ja, Energie, Konzentration, Fokus, Geld, ja, das kann dich sogar deine Gesundheit kosten im schlimmsten Fall. Also lass diese Scheiße einfach bleiben. Guck dir die Frauen genau an. Ganz genau. Und wenn du mit jemandem arbeiten möchtest oder dich jemandem unterwerfen möchtest, dann schau dir genau an, hat diese Frau eine Internetseite? Steht da ihre Adresse drauf? Kann ich da anrufen? Gibt es da jemanden, mit dem ich sprechen kann? Oder sitzt da im Endeffekt nur ein Mann dahinter, der sich irgendwelche Modelfotos aus irgendwelchen Karteien geklaut hat? So. Wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der wirklich weiß, wovon er redet, und dich so erziehen kann, wie du es dir wünschst, auch mit Spaß und Freude daran, dann melde dich bei mir. Dann bewirb dich einfach kostenlos unter www.lady-penelope.com und dann sprechen wir beide in einem kostenlosen Beratungsgespräch darüber, wie ich dir helfen kann, wie wir deine Fantasien umsetzen können. Und vorher ruft dich meine Assistentin an und schaut mit dir auch kostenlos, ob das zwischen uns beiden passt, ob deine Fantasien zu meinen passen und ja, ob du ein geeigneter Kandidat bist. Alles andere macht nämlich keinen Sinn. Dominante Grüße, Lady Penelope.